Morgen. Morgen. Ihr erwischt uns beim Frühstücken. Ja, draußen sieht es sehr, sehr bescheiden heute aus. Genau. Also es regnet eigentlich schon die ganze Nacht richtig heftig. Ja, von da an wird bei uns heute auch die meiste Zeit hier drinnen stattfinden. Genau. Vielleicht kochen wir was Schönes für euch heute. Vielleicht fällt uns da noch was ein. Ja. An solchen Tagen geht halt nicht viel draußen. Nein. Gut, dass ich meine Drohne aufgeladen habe und mitgebracht habe. Ja, mein Gott, vielleicht ergibt sich noch das ein oder andere. Hm, man wird sehen. Durch die Wohnung. Nein, das will keiner von uns sehen. Wir fliegen einmal um Larry. Wir stellen King Kong nach. Genau. Ja, wir werden jetzt erstmal hier gemütlich zu Ende frühstücken. Ja. Und dann sehen wir, was wir für Schandtaten heute treiben. Genau. Und wenn wir welche... Dann auf YouPorn. Also wenn wir welche, dann werden wir euch bestimmt daran teilhaben lassen. Es geht ja gar nicht mehr anders. Ihr müsst ja überall dabei sein. Es ist ja... Nein, nicht überall. Also wir sehen uns dann später. Ich dachte, du filmst hier rein. Ja, hier wird schon die Soße für den Nudelauflauf vorbereitet. Ja, wir arbeiten schon mal ein bisschen vor. Ne? Dann brauchen wir es später nur noch in den Ofen schieben und es ist dann quasi fertig. Essen auf den Punkt. Ja. Oh, Wasser kocht. Die Nudeln können rein. Die Nudeln können rein. Die Nudeln! Gut, vorbereitet ist er. Jetzt muss er nachher dann in den Ofen, aber jo. Das passiert ja nachher erst. Genau. Nur vorbereitet. Halbe Stunde
Und dann ist Essen fertig. Genau, zeigen wir euch dann später. So schnell geht's. So. Jo, es wird Zeit. Genau. Wir müssen los. Wir haben vorhin noch Filme geguckt, beziehungsweise einen Film und einen halb habe ich geguckt. Ja, der zweite Film hat mich jetzt nicht so geflasht, deshalb habe ich dann was anderes angefangen. Aber du hast noch nicht zu Ende geguckt. Nein, ich hatte dann keine Zeit mehr. Ich habe mich mit anderen wichtigen Sachen beschäftigt. Wichtige Sachen. Ja, eigentlich haben wir heute nichts so richtig Wichtiges gemacht, weil, wie gesagt, das Wetter hat sich heute leider nicht geändert. Also nein, es ist Pisswetter und jetzt fahren wir nach Frankfurt. Genau. Und holen ihre Tochter wieder ab, damit wir dann unseren leckeren Nudelauflauf essen können. Genau, und heute etwas früher als sonst, weil sie kommt im Bus früher. Das heißt, wir werden so um 17.30 Uhr wird sie ankommen. Dann haben wir nach hinten ein bisschen mehr Zeit. Ist nicht so ganz furchtbar spät. Eben. Das ist uns allen ein bisschen lieber. Ja, machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ich habe Angie gerade schon rausgeschmissen, weil sie so dringend aufs Klo musste. Ich bin jetzt ins Parkhaus gefahren und sie ist zum Bahnhof gelaufen, zur Toilette. Und jetzt laufe ich ihr entgegen, dass ich sie gleich wieder habe. Aber wir werden uns, schätze ich mal, finden. Gefunden. So. Ja, es war nötig. War nötig? Ach, Gott sei Dank. Jetzt nicht mehr warten können. Ja, gut. So, jetzt schauen wir mal. Ja, es wird noch eine Weile dauern. Ach, im Grunde genommen brauchen wir jetzt gar nicht rauslaufen, weil es dauert noch, wenn die da im Stau stehen. Ja, gut. Ja. Guck nämlich mal, ob sie was geschrieben hat, ne? Genau. Wunderbare Welt des Frankfurter Hauptbahnhofs. Ja. So. Multikulti. Ja. Trifft überteuerte Croissants, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also wer sich hier für über 3 Euro ein Käsebrot kauft, Respekt. Ja, ich meine, manchmal hat man nicht andere Möglichkeiten, ne? Wenn du jetzt hier irgendwo von irgendwo hier ankommst, dann... Ja, du hast immer eine andere Möglichkeit. So, gut, dann gehen wir jetzt mal zum Busbahnhof raus und schauen, wann der Bus kommt. Es kann sich ja nur noch um Minuten handeln. Kind eingesackt, jetzt kann man Häme fahren und den Nudelauflauf vernichten. Können wir ihn auch endlich essen. Ja, Kind ist eingesammelt, hat Hunger und wir sind wieder zu Hause. Also, denn... Los geht's. Tschüss. Ich find's total toll, wenn ich nur von einer Seite angestrahlt werde. Hat was. Ja. Ich werde jetzt nach Hause fahren und meine Katze noch ein bisschen kuscheln. Und morgen beginnt dann die Urlaubswoche regulär. Ja. Wer mit dabei sein will, abonnieren nicht vergessen. Anderes Video auschecken. Wir sehen uns morgen zum Daily Vlog. Ciao.